Guten Tag miteinander. Das heutige Thema ist die Rendite auf Verfall. Wenn ihr heute Geld sicher anlegen wollt, dann wird euch die Bank kaum Obligationen anbieten. Aufgrund der Negativzinsen gibt es einfach fast nichts mehr zu holen. Sie wird Obligationenfonds oder gemischte Anlagefonds offerieren. Wenn ihr in solche Anlagen investieren wollt, dann müsst ihr die Rendite auf Verfall kennen. Warum? Ein Beispiel. Wenn eine Obligation noch 3% Zins zahlt, aber nur noch ein Jahr läuft, kostet die an der Börse 103%. Wie viel bleibt euch denn noch übrig? Richtig, 0%. Und das ist die Rendite auf Verfall. Es ist nämlich so, wenn eine Obligation frisch rauskommt, dann zahlt man 100% und wenn sie fällig ist, bekommt man auch wieder 100% über. Während der Laufzeit kann aber der Preis der Obligation je nach Angebot und Nachfrage mal unter oder mal über 100% sein. Ein aktuelles Beispiel. Coop hat eine Obligation draussen, zahlt 0,5% Zins jedes Jahr. Sie läuft noch 7 Jahre und kostet 101,7% aktuell an der Börse. Wenn man diese drei Faktoren kennt, kann man die Rendite auf Verfall berechnen und die ist in diesem Fall 0,26%. Wenn man jetzt noch die Kaufgebühren abzieht und die Depotgebühren, dann bleibt dem Anleger hier nicht sehr viel übrig. Es wird wahrscheinlich ein Nullsummenspiel werden. Aber solche Obligationen findet ihr in Anlagefonds. Zum Beispiel in dem von der Kantonalbank. Es ist dort sogar die drittgrösste Position. Selbstverständlich hat es in diesem Anlagefonds oder in allen Anlagefonds nicht nur Obligationen von der Bank Coop drin. Aber der Durchschnitt wird in diesem Fonds bekannt gegeben. Und der beträgt die Rendite auf Verfall 0,18%. Also alle die Obligationen drin werfen noch 0,18% Renditen ab. Bei der Raiffeisenbank sieht es nicht viel besser aus. Die haben einen Anlagefonds, wo die Rendite auf Verfall sogar Minus ist. Und allein in diesem Fonds ist über 500 Millionen Franken Kundengelder drin. Wo bleibt da der Gewinn für die Anleger? Die zwei Fonds von der Kantonalbank und der Raiffeisenbank sind nur stellvertretend für alle anderen Banken und andere Obligationen und gemischte Anlagefonds. Ob ihr von der Post, von der Microbank, von der UBS, von der Credit Suisse ein Angebot bekommt, es wird ziemlich ähnlich aussehen. Die Rendite auf Verfall ist einfach nicht sehr hoch. Ich bin kein Anlagefondsfreund. Ganz und gar nicht. Das werdet ihr auch in den nächsten Sendungen immer wieder hören. Die Rendite auf Verfall ist extrem wichtig und sagt eben aus, was eine Anlage noch wird bringen. Die Banken hören das nicht so gern, dass sich die Rendite auf Verfall so genau erklären und bringen natürlich gern Gegenargumente. Schaut einmal die gute Performance an von unserem Anlagefonds. Meine Damen und Herren, Performance heisst Vergangenheit. Das kann durchaus sein. Und das ist auch so, dass die Fonds vielleicht gar nicht so schlecht gewesen sind. Aber mit der Rendite auf Verfall können wir ganz ohne Kristallkugeln in Zukunft schauen. Ein weiteres Argument ist, dass Anlagefonds Spezialisten haben, die auf der ganzen Welt schauen, was man machen könnte. Leider ist es so, dass die Spezialisten nichts daran ändern können, als wir in der Schweiz Negativzinsen haben und in Europa auch nicht viel mehr rauszuholen ist. Da nützen einem die teuer zahlten Spezialisten auch nicht sehr viel. Das letzte Argument, das Banken aufführen, ist das, dass ein Fonds kein Laufzeitende hat. Wie ihr heute hören konnte, setzen sich aber so Anlagefonds aus Obligationen zusammen und jede von diesen Obligationen im Fonds hat eine Rendite auf Verfall. Leider ist es so, dass die Rendite auf Verfall nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man die ausweisen muss. Also nicht alle Banken tun das auf einem Monatsbericht ausweisen. Warum echt? Heute konnte ich euch erklären, was die Rendite auf Verfall ist.
In der nächsten Sendung werde ich über die Fondsgebühren, die sogenannten Tergebühren, berichten. Und ich werde erklären, warum ein Anlagefonds auch steigen kann, auch wenn die Rendite auf Verfall negativ ist. Bis dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und macht's gut. Bis bald.